Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Gesundheitszustand von Palästinenser-Präsident Arafat hat sich dramatisch verschlechtert. Über die genaue Lage gibt es jedoch widersprüchliche Angaben. Berichte, wonach der Schwerkranke bereits gestorben sei, wurden dementiert. Nach Angaben behandelnder Ärzte befindet sich Arafat in einem tiefen Koma. Es gebe wenig Hoffnung, dass er sich wieder erholen könne. Der 75-Jährige war gestern auf die Intensivstation einer Klinik bei Paris verlegt worden. Was ist mit Yasser Arafat? Nachdem sich sein Zustand dramatisch verändert hatte, warteten die Journalisten den ganzen Tag vor der Militärklinik von Clamart auf eine Antwort. Kurz vor 18 Uhr die erste offizielle Erklärung eines Militärsprechers des Hospitals. Auf Verlangen von Frau Arafat haben wir die vorliegende Erklärung mit aller gebotenen Diskretion verfasst. Der medizinische Zustand von Yasser Arafat ist nach den ersten Tagen seines Aufenthalts schwieriger geworden. Aber Herr Arafat ist nicht gestorben. Den ganzen Tag überschlugen sich die widersprüchlichen Nachrichten. Um 11.41 Uhr meldet die französische Nachrichtenagentur AFP, Arafat liege seit mehreren Stunden im Koma. Um 12.16 Uhr heißt es bei Reuters dagegen, nein, Arafat ist nicht ins Koma gefallen, und zitiert eine palästinensische Quelle in Ramallah, dementi auch in Paris. Ich kann Ihnen versichern, er ist nicht im Koma und auch nicht in einer lebensbedrohlichen Situation. Heute Nachmittag dann ein Blitzbesuch von Staatspräsident Chirac in der Militärklinik von Clamart. Wie der Élysée verlauten ließ, habe Chirac an Arafats Bett in der Intensivstation gestanden. Und das Nachrichtenverwirrspiel ging weiter. Jetzt sprachen die Agenturen nicht mehr von Koma, sondern bestätigten Arafats Hirntod. Gegen kurz vor 19 Uhr widersprach erneut ein Klinikarzt in Clamart, Yasser Arafat sei nicht tot. Aus Paris jetzt direkt Marion von Haaren. Ja, es war ein dramatischer Tag heute, aber bis jetzt ist Yasser Arafat offiziell nicht für tot erklärt worden. Er liegt in einem tiefen Koma und die Ärzte haben ihn offenbar aufgegeben. Er spreche auf keinerlei Therapie mehr an. Eine Krankheitsursache konnte bis zur Stunde nicht festgestellt werden. Le Monde berichtet aber in ihrer morgigen Ausgabe darüber, dass Yasser Arafat möglicherweise durch einen unbekannten Virus infiziert worden ist oder sogar vergiftet wurde. Sehr wahrscheinlich ist Yasser Arafat in der Tat gehirntot. Die Frage der offiziellen Bekanntgabe seines Ablebens dürfte aber weniger eine medizinische Frage sein, denn eine politische. Und damit zurück nach Hamburg. Mit einem Milliardenhaushaltspaket will Finanzminister Eichel dafür sorgen, dass sein Etat 2005 den EU-Stabilitätskriterien entspricht. Anlass ist die neue Prognose der Steuerschätzer, wonach den öffentlichen Kassen im laufenden und kommenden Jahr knapp 5 Milliarden Euro mehr fehlen werden als bisher erwartet. Unter anderem strebt Eichel eine Nullrunde für den öffentlichen Dienst an. Auf heftige Kritik stößt er mit dem Plan, den Tag der Einheit fest auf einen Sonntag zu verlegen. Wochenlang haben der Finanzminister und seine Beamten in alle erdenklichen Richtungen geblickt, um herauszufinden, wie man die fehlenden Milliarden zusammenkratzen kann. Und so sieht das 10-Milliarden-Paket aus. Eichel verkauft Forderungen für die Pensionen von ehemaligen Postbeamten am Kapitalmarkt. Das bringt 5,5 Milliarden. Eine Nullrunde im öffentlichen Dienst, 2 Milliarden. Privatisierungen, die eigentlich für dieses Jahr geplant waren, werden erst 2005 wirksam, macht 1 Milliarde. Dazu müssen die Ministerien eine weitere Milliarde einsparen. Und die Verschiebung des Einheitsfeiertages auf einen Sonntag bringt gut eine halbe Milliarde dazu. Dieser kleinste Posten ist dennoch der umstrittenste. Es wird diese ganze Generation, die das Glück der Wiedervereinigung erlebt, auch für diese Wiedervereinigung mehr arbeiten müssen als andere. Das ist die besondere Herausforderung, die wir als Deutsche tragen. Doch das schlägt hohe Wellen. Sogar der Bundespräsident appellierte per Brief an den Kanzler, den 3. Oktober doch beizubehalten. Protest auch aus den eigenen Reihen. Hier meinen ebenfalls viele, Hände weg vom Einheitsfeiertag. Die Lösung des signalisierten Problems kann nicht vernünftigerweise die Streichung des Nationalfeiertages als Feiertag sein. Dass wir länger arbeiten müssen insgesamt, um wieder mehr Wachstum zu bekommen, das steht außer Zweifel. Aber dafür sind natürlich nicht die Versilberung unserer Feiertage der richtige Weg.
Schon eher leben kann die Union da mit der Nullrunde für den öffentlichen Dienst. Für die Angestellten allerdings fordert die Gewerkschaft Verdi mehr. Wir unsererseits haben eine Festlegung, die heißt, dass wir den öffentlichen Dienst an der allgemeinen Einkommensentwicklung beteiligen wollen. Aber selbst wenn der Finanzminister sich durchsetzt, wird ihm dieses Paket nur kurzfristig helfen. Die strukturellen Haushaltsprobleme, so sagt er selber, die bleiben. Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel ist jetzt ein Ende des Streits um die neue Kommission in Sicht. Die Staats- und Regierungschefs billigten die veränderte Kandidatenliste des künftigen Präsidenten Barroso. Neu im Team als Vertreter Italiens ist Außenminister Frattini. Er ersetzt den Christdemokraten Buttiglione, der mit seinen Äußerungen zur Homosexualität den Konflikt ausgelöst hatte. Schon Mitte November, so hieß es, könne das EU-Parlament über die neue EU-Kommission abstimmen. Weder hungrig noch durstig wollte Frankreichs Präsident Jacques Chirac dem EU-Gipfel beiwohnen, doch den Versuch musste er aufgeben. Wichtiger war ohnehin, dass endlich der Wissensdurst über die Zusammensetzung der neuen Kommission gestillt wurde. Am längsten hatte der designierte Kommissionschef José Manuel Barroso auf die Italiener warten müssen. Ihr umstrittener Kandidat Rocco Buttiglione war Auslöser der Krise. Er soll jetzt durch Italiens Außenminister Franco Frattini ersetzt werden. Er ist ein erfahrener Politiker, er kennt die europäischen Institutionen in- und auswendig, lobte Barroso seinen neuen Mann. Er wird Vizepräsident der Kommission und zuständig für Justiz, Freiheit und Sicherheit. Damit, so erfuhr der Gipfel, wird es bei zwei Auswechslungen bleiben. Der ebenfalls umstrittene ungarische Kommissar wird allerdings nicht wie ursprünglich geplant für die Energiepolitik, sondern für Steuern und Zölle verantwortlich sein. Der Präsident des Europäischen Parlaments sagte Barroso inzwischen zu, dass das parlamentarische Verfahren jetzt beschleunigt werden solle. Es ist eine Minimallösung, die Barroso vorgeschlagen hat, und sie hat Schönheitsfehler. Die massive Kritik an der künftigen Wettbewerbshüterin etwa hat er überhaupt nicht ausgeräumt. Und auch ein Italiener auf dem Posten des Kommissars für Innen- und Rechtspolitik wirft Fragen auf. Schließlich war es vor allem die italienische Regierung, die hier in jüngster Zeit immer wieder als Bremser auftrat. US-Präsident Bush hat angekündigt, in seiner zweiten Amtszeit die Welt im Kampf gegen den Terror vereinen zu wollen. Auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Erklärung seines Wahlsieges kündigte Bush außerdem weitere innenpolitische Reformen an. Spekulationen gab es darum, mit welchem Kabinett er die nächsten 4 Jahre bestreiten wird. Gleich zu Anfang seiner Siegerpressekonferenz versicherte der Präsident, dass er es als seine Pflicht ansehe, das amerikanische Volk zu verteidigen. Er werde sich dabei den Freunden und Verbündeten zuwenden. Jedes zivilisierte Land habe ein Interesse am Ausgang des Irakkrieges. Trotz der Meinungsverschiedenheiten der Vergangenheit, wir haben einen gemeinsamen Feind. Ich werde mich weiterhin um unsere Freunde und Alliierten in der EU und der NATO bemühen. Um Fortschritte zu machen und den Terror zu besiegen und um Freiheit und Demokratie zu einer Alternative zum Terror zu machen. Mächtiger denn je weiß Bush, dass er im eigenen Land jetzt fast alles durchsetzen kann. Auch wenn er bescheiden auftrat, ließ er keinen Zweifel daran, dass er diese Macht nutzen wird. Ich habe im Wahlkampf politisches Kapital verdient und das gedenke ich auszugeben. Das ist mein Stil, so habe ich es nach der letzten Wahl auch gemacht. Zuvor hatte sich der Präsident zum ersten Mal nach 4 Monaten wieder mit seinem Kabinett getroffen. Er kündigte an, dass es im Weißen Haus und im Kabinett einige Änderungen geben werde. Am Wochenende in Camp David werde er darüber nachdenken. Der Präsident hat erkannt, dass es die wichtigste und vielleicht auch schwierigste Aufgabe seiner neuen Amtszeit sein wird, die tiefen Wunden zu heilen, die der Wahlkampf und seine eigene Politik gerissen haben. Auch die internationalen Beziehungen bedürfen dieser Zuwendung und er weiß es. Die internationale Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zieht sich aus dem Irak zurück. Es sei unmöglich geworden, ausreichende Sicherheit für die Mitarbeiter zu garantieren, erklärte die Organisation. Sie arbeitet seit etwa 2 Jahren im Irak, hatte Kliniken in Bagdad aufgebaut und unter anderem auch Teams in den umkämpften Regionen des Landes eingesetzt. Am letzten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland hat die Queen heute Nordrhein-Westfalen besucht. In einer Rede vor dem Landtag in Düsseldorf zog die britische Königin eine positive Bilanz ihrer 3-tägigen Visite. Sie reise ab mit neuem Vertrauen in die tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und Großbritannien, betonte sie. Mehr zum Staatsbesuch in einer Sondersendung im Ersten um 23 Uhr.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte kleinerer Gewerkschaften bei der Mitbestimmung gestärkt. Sie dürften bei der Wahl von Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräte nicht wie bisher gegenüber größeren Gewerkschaften benachteiligt werden, so die Richter. Karlsruhe verlangte Nachbesserungen im Gesetz. Ein neuer Fall von dioxinverseuchten Tierfuttermitteln beschäftigt die Behörden. In Nordrhein-Westfalen wurden 3 Bauernhöfe vorsorglich gesperrt, 8 in Belgien und 162 in den Niederlanden. Dort hatten Kontrolleure erhöhte Konzentrationen des krebserregenden Giftes in der Milch von Kühen festgestellt. Als Ursache gelten belastete Kartoffelschalen, die als Futter an die Betriebe verkauft worden waren. Laut Bundesregierung gibt es keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefahr für Verbraucher. Der Vulkan Grímsvötn unter Islands größtem Gletscher, dem Vatnajökull, speit noch immer eine riesige Aschewolke in die Luft. Er ist bereits seit einigen Tagen aktiv. Heftige Explosionen und Blitze begleiten den Vulkanausbruch in Island. Der Grímsvötn schleudert Asche und Lava bis zu 13 Kilometer hoch. Teile fielen erst in Norwegen, Schweden und Finnland auf den Boden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Südosten Islands ist weitgehend unbewohnt. Der Vulkan Grímsvötn liegt unter dem See des Vatnajökull-Gletschers in mehr als 1700 Metern Höhe. Offenbar hat der steigende Wasserstand und damit der wachsende Druck des Sees den Vulkan darunter zum Ausbruch gebracht. Der Grímsvötn liegt genau auf dem Atlantischen Rücken, wo die Kontinentalplatten Europas und Amerikas aufeinanderstoßen. Zuletzt war der Vulkan vor 6 Jahren ausgebrochen. Damals hatte das Wasser des Sees für heftige Überschwemmungen gesorgt. Die Asche in der Luft hat sich mittlerweile auf mehrere hundert Kilometer verteilt. Weil die Partikel Triebwerke von Flugzeugen beschädigen könnten, mussten zahlreiche Flüge von Europa nach Amerika gestrichen werden. Experten glauben, dass der Grímsvötn noch bis zu 2 Wochen aktiv bleiben könnte. Bei einer Serie schwerer Explosionen in einer dänischen Feuerwerksfabrik in Kolding ist gestern ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. 17 Menschen wurden verletzt. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen noch immer gegen den Großbrand, der in der Nacht ausgebrochen war. 20 Wohnhäuser nahe der Fabrik wurden völlig zerstört. Nach Polizeiangaben wurden erheblich mehr Feuerwerkskörper in dem Werk gelagert als erlaubt. In der Zwischenrunde des UEFA-Pokals hat am Abend der VfB Stuttgart einen weiteren Sieg verbucht. Die Stuttgarter schlugen Benfica Lissabon mit 3:0. So hatte sich Giovanni Trapattoni seine Rückkehr nach Deutschland nicht vorgestellt. Der Trainer von Benfica Lissabon sah sein Team in den goldenen Trikots zwar lange Zeit gleichwertig, aber die Tore erzielte der VfB Stuttgart. Kakao mit dem 1:0 nach einer halben Stunde. Es war bereits das 15. Pflichtspieltor des Brasilianers in dieser Saison. Dass auch der Pausenstand in einem nervösen Spiel vor 44.000 Zuschauern im Gottlieb-Daimler-Stadion. Stuttgart kam mit mehr Schwung aus der Kabine und erhöhte 7 Minuten nach dem Wechsel auf 2:0 durch Silvio Meissner. Vom angeknacksten Selbstbewusstsein nach 3 Niederlagen zuletzt jetzt keine Spur mehr. Matthias Sammers VfB hatte die Partie im Griff. Trapattonis Benfica dagegen wie Flasche leer. Den Schlusspunkt für den VfB setzte Kevin Kurani mit dem 3:0 in der 72. Minute. Der VfB bleibt mit dem Sieg Tabellenführer in der Gruppe G und hat den Einzug in die nächste UEFA-Cup-Runde so gut wie sicher. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 5. November. Morgen erwartet uns wechselhaftes Schauerwetter, da über Deutschland 2 unterschiedliche Luftmassen aufeinandertreffen. Das Tief über Skandinavien lenkt kühle, das Hoch über Osteuropa milde Luft heran. An der Luftmassengrenze bildet sich ein dunkles Wolkenband, das uns Schauer und zum Teil kräftige Windböen bringt. Das Wolkenband reicht heute Nacht vom Bodensee bis zur Odermündung. Mit Regenschauern zieht es nach Südosten. Am Alpenrand kann es auch länger regnen. Dahinter bekommen die Wolken Lücken. Erst bildet sich Nebel, dann blinzelt die Sonne hervor. Im Norden verdichtet sich die Bewölkung wieder und es gibt weitere, zum Teil gewittrige Schauer. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. An der Küste und in Gewitternähe bläst er stark böig. An Rhein und Neckar heute Nacht 10 bis 11, sonst 6 bis 9 Grad. Am Tag nur unwesentlich wärmer, 8 bis 12, im Breisgau bis 13 Grad. Auch am Wochenende Schauerwetter. Temperatur- und Schneefallgrenze sinken. Nachts kann's frostig werden. Am Montag viele Wolken, etwas Regen im Norden, im Süden meist trocken. Das Ganze bei der Jahreszeit entsprechenden 5 bis 10 Grad.